Heißt, kommst du der dritten Folge des Tier 1 Minivorgel Let's Builds. So, dann machen wir direkt weiter. Wir sind jetzt schon bei der dritten Folge. Ja, als nächste Woche geht es wieder weiter um 14.30 Uhr, wie immer. Ist ja jetzt schon ungefähr Standard, jetzt schon das dritte Mal. Genau, wir machen jetzt hier mit dem Artische weiter, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das jetzt Bild noch. Okay, ich glaube, wir werden das Artische einfach von unten kommen lassen. So, okay, also hier ist dann sozusagen der Lauf. Das sieht man ja so. Und dann kommt hier das Artische. Ja, hier ist was noch. Und dann schauen wir mal. Machen wir mal drei Blöcke und dann 1, 2, 3. Na, okay. So. Wir machen hier erstmal 4. Dann 4 Pistons. Und dann können wir es so machen. Perfekt. Da können wir sogar. Dann machen wir einfach so ein ganz normales Artische, das so von unten rauskommt. Das dürfte passen. Nochmal drüber und dann. Aber es einfach auf. Ich glaube, ein einfaches Artischild sollte reichen, aber sie sind sogar relativ, also schon überall abgesehen davon den Läufen. Das heißt, es dürfte schon ein bisschen was abhalten. So. So und so. 1, 2, haben wir 4 Stück, das dürfte passen. Ich werde es gleich auch einmal noch testen, natürlich. Okay, ich brauche noch gerade noch einen Repeater und einen Redstone, damit wir es ausschalten können. Am besten hier noch eine Fackel. Ich habe ewig nicht mehr so ein ganz normales Artischild gebaut. Das kopieren wir gerade mal. Hier ungefähr. Wenigstens daneben mal hin, dann können wir es gerade mal testen. Können vielleicht gerade sogar schon einen Bowstand reinbauen. Hier fahren wir es einmal aus. Perfekt. Fährt 4 Blöcke weit aus. Was will man mehr? So, machen wir es mal wieder so. Paste neu. Okay, hier. Und einfach einen Bowstand hin. Weiß nicht, ob der durchgängig wird. Mal schauen. Ja, ich finde es gerade. Ja, genau. Hier haben wir Steinziegel. Ja, das dürfte passen. Und dann stacken wir es gerade einmal komplett durch. Ja, ich mache mal hier. So. So, okay. Okay, dann kopieren wir das Ganze mal, dass wir es durchstacken können. Das hier oben kopiere ich gerade mal mit. Ich glaube, ich kopiere es mir hier vorne. Okay, wir gehen nochmal eins nach hier drüben. Ja, das passt. Und dann, ja komm, gehen wir einmal komplett durch. Okay, hier ist sogar ein Stückchen, also ein bisschen längeres Stück, wo Artischild ist. Nehmen wir die zwei Blöcke von den Artis. Hier wieder zwei Block frei. Und noch zweimal Artischild. Super. Das hier war auch schon direkt das Artischild. Ich glaube, ich lasse die Bossen jetzt wirklich so auf der kompletten, hier überall komplett drin. Okay, anschließend können wir es dann immer noch. Wir können ja. Hier gerade nochmal eine Fackel reicht ja immer. Weg, weg, weg und weg. Ja, also anschließend tun wir es dann, wenn die Brücke weitergebaut ist. Auf jeden Fall. Okay, es passt auf jeden Fall schon mal. Und ich glaube, wir haben hier noch genug Platz. Ich werde es auf jeden Fall ein Stückchen noch nach hinten verschieben, dass wir genug Platz für Design haben. Das heißt, hier so drei. Hier ist auch Platz, 4 Blöcke verschieben wir es nochmal nach hinten. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So. Da dürfte mit dem Move-Befehl hoffentlich mal nichts passieren. Move 4. Genau, das passt. Das hier noch alles, ja. Ja, hier ist, haben wir dann genug Platz für Design. Das ist das Einzige, was ich wollte. Okay, Move haben wir es. Wir könnten sogar jetzt schon ein zweites Artischild reinbauen, aber ich glaube, es dürfte reichen. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal das hier unten weitermachen. Ich wollte es erst vielleicht oben, aber ich mache erstmal hier unten das weiter. Ich mache jetzt hier einfach mal so für den Anfang. Einmal komplett Endstone, nur damit es ungefähr was gemacht ist. Okay, und dann werde ich den Teil einfach mal auf die andere Seite flippen, damit es ungefähr auch schon fertig ist. Also so. Ja, hier bei der MG ist relativ praktisch, da müssen wir auch den Lauf für machen. Machen wir aber in der nächsten Folge heute nicht mehr. So, pasten wir das. Ja, super. Sieht auch schon deutlich besser aus. Oh, diese riesen Läufe. Ich weiß, ich muss da vielleicht wirklich noch dran was ändern. Okay, hier machen wir auch nochmal. Ein bisschen Endstone. Vielleicht 0, 1, 2, 1. Perfekt. Obwohl die MG hat wirklich relativ viel Panzerung. Okay, dann schauen wir jetzt mal nach den Arti-Läufen. Replacen tue ich sie später. Das dürfte kein Problem sein. Aber erstmal so ungefähr, wie die dann von der Höhe werden. Wenn man es echt sagen, hat in diesem Mini so viel Platz. Einfach nur, weil man nur 6 Kanonen einbauen darf. Sonst würde ich locker nochmal in die Mitte so mindestens 3 Kanonen oder so. Oder 2 Kanonen zumindest noch eingebaut. Okay, so, hier können wir schon mal ungefähr machen, wo der Lauf ist. Wird das eh noch, wird eh später noch designt. Replacen wir das hier nochmal mit Endstone, damit da nichts irgendwie an der Seite hängen bleibt. Wäre ein bisschen unpraktisch. Das sind wir vorne. Ja, das Artische ist echt weit hinten, da ist echt genug Platz. So. Perfekt, okay. Hier noch und hier, okay, dann. Den T-Shirt ist hier auf der Seite ja komplett aus, also gerade überall aus. Und dann kopiere ich mir einfach mal die Kanone und dann können wir so ein paar mal abfeuern. So. Copy und Feuer erstmal. Fangen wir vorne an, würde ich sagen. Okay, hier drüber.
Das da geht aus. Können wir einfach Paste-O machen. Und feuer sie ein zweites Mal ab. Weil es hier ungefähr geht. Die trifft er noch. Sehr schön. Okay, so. Das dürfte hoffentlich passen. Probieren wir es einfach gerade nochmal an. Ja, ganz vergessen, dass ich es kopiert habe. So, schauen wir jetzt einfach mal. Das passt auch, okay. Dann können wir es da unten machen. Und jetzt muss ich halt mal schauen, wie das so vom Winkel ist, wie hoch die fliegt. Habe ich nämlich gerade gar keine Ahnung. Geht sogar relativ schnell hoch. Ich probiere jetzt einfach mal hier so einen Standard einen nach oben. Mal so, mal zwei vielleicht. So. So vielleicht. Das wäre doch was. Pace minus O, Feuer. Jetzt habe ich so der Standard auf immer so zwei, aber. Ja, der passt, könnte vielleicht sogar ein bisschen größer sein, aber ich lasse ihn jetzt erstmal so. Lieber lassen wir ihn so ein bisschen größer, als dass er am Ende noch irgendwas hängen bleibt. Das wäre ein bisschen unlucky. Okay, von oben schauen wir jetzt. Pace mir so. Okay, sie schießt. Boah, ich glaube, man könnte sogar noch eins nach vorne legen, vielleicht. Weiß ich jetzt gar nicht genau. So. Dann machen wir hier nochmal und. So vielleicht. Ich mache es wirklich mal so. Boah, irgendwie habe ich zwischendurch immer so ein paar Ruckler. Keine Ahnung, warum vielleicht pastet jemand derzeit immer was. Das liegt aber dann am Server. Nee, ich sollte die obere Ebene vielleicht nicht mit Endstone panzern. Ist nicht ganz so praktisch. Aber so vom Lauf her. Das sieht doch relativ nice aus. Brauchen hier auf jeden Fall noch einen Shot ein. Da haben wir noch genug Platz für. Ich paste mir so, weil irgendwie ist es immer richtig nervig, wenn jemand in die Arktis schießt. Das dürfte jeder von euch kennen. Ja, Lauf passt. Trifft sogar immer noch. Perfekt, was wollen wir mehr? Okay, da können wir uns auch gleich nochmal einen Shot machen, wo wir den Lauf jetzt fertig haben. Ja, der Shot kommt einfach hier vorne hin. Ist ja nicht unbedingt gegen den statischen Überschuss, einfach hauptsächlich. Ja, ich mache es, glaube ich, hier 1 Block nach vorne. Einfach hauptsächlich, dass die Gegner eigentlich mit dem Feuerbogen in die Kanone schießen können. Das ist nämlich echt immer ziemlich nervig. Oh, hier. Muss sogar nur 3 hoch sein. Machen wir aus Glas, damit man was schön durchsehen kann. So, okay, das Anschießen dürfte kein Problem sein. Wie machen wir es? Machen wir es von unten. Hier glauben wir hier einfach mal so einen Repeater. Hier haben wir noch, ja, das Sofa kam, da haben wir noch genug Platz für. Ne, machen wir es von hier aus. So, genau, wenn. Okay, das muss nämlich noch eins nach oben. Machen wir es noch einfacher. Wenn wir hier Redstone, hier die Fackel und so, also genauso wie man Pistentüren baut. Okay. Hier kommt wieder eine Treppe hin. Und haben hier schon die Seite des Shots fertig. Perfekt, wir testen es gerade einfach mal. Ich habe sogar noch eine Tat, perfekt. So. Feuer geht auf. Schießt, geht zu. Was wollen wir mehr? Das müssen wir gerade auch nochmal auf die andere Seite, ist ja klar. Können wir hier, ja, so ein bisschen mit Panzern, alles kein Problem. Ich schieße mal einen Block weiter unten. Hier so, okay. Genau, dadurch, dass wir es jetzt einmal gemacht haben, müssen wir es dann auch nicht noch ein zweites oder drittes Mal machen, sondern können es dann einfach rüberpasten. Das heißt, es ist echt ziemlich praktisch. Und so, hier. Testen wir auch gerade nochmal. Fällt aus und Shot geht auf. Was wollen wir mehr? Okay. Ach komm, wenn wir gerade dabei sind, habe ich sie irgendwo noch. 1 zu 1, 159. Und so, hier. Einmal komplett nach oben gescrollt, aber jetzt haben wir es. So, können wir das noch ein bisschen. Bisschen farbig machen. Muss schön aussehen alles. Ja, an den Rand. Hier wird eh noch designen. Das lassen wir erstmal so. Okay, hier den Lauf so einzeln kann ich jetzt erstmal überall anders reinpasten. Also so erstmal bis hier. Wenn ich mir F4 draufstelle, paste ihn überall rein. Das Shot mache ich dann extra, weil es hier hinter dem Artischild ist. Paste. So, das war das mittlere und jetzt hier nur das äußerste. Sehr schön. Schauen wir mal. Ja, der Lauf passt. Achso, ja, ich habe hier schon einen Teil des Schildes mit reingepastet. Nee, dieses Schildes, was erzähle ich da? Natürlich des Schottes. Okay. Hier kopieren dürfte passen. Jetzt kopieren wir von hier aus mal. Also, kopieren und dann hier drüben überall rein. Jetzt hat Arti Nummer 1 einen Shot. Geht's auch. Perfekt. Und jetzt hat auch Arti Nummer 2 einen Shot. Das auch gehen dürfte. Auch super, perfekt. Okay, machen wir hier gerade nochmal ein bisschen zu, einfach hier zur Verschönerung. Das hier vorne lasse ich erstmal, wie auch hier, ja, also hier drüben lasse ich es auch erstmal einfach nur an der einen Stelle haben wir es, aber wegen Design haben wir auf jeden Fall genug Platz, okay. Okay, also jetzt haben wir erstmal so, also die Arti-Ebene, also so mit den Arti sind fertig. Hier muss man vielleicht den Lauf noch ein bisschen anpassen, das mache ich sogar jetzt noch.
Aber sonst sind wir eigentlich schon relativ weit. Die MG-Port noch im Lauf, das kann man auch noch machen. Aber ich will wirklich, das ist ja in der nächsten Folge nicht, aber in der übernächsten oder die Folge nach auf jeden Fall schon Design. Panzer werde ich vielleicht danach machen, mal schauen. Jetzt schauen wir gerade nochmal hier nach dem Lauf. Weil Brücke, ich weiß noch nicht, weil Scheinwerfer und so mache ich den erst, wie es mit dem Design passt. Oh, Mist. Okay, geht so hoch. Ich probiere einfach mal was. Ich habe keine Ahnung, wie das hier wird. Auf jeden Fall wird es nicht so komplett riesig bleiben. Kann man es vielleicht einfach mal so machen? Das wäre so vom Aussehen her am nicesten, obwohl ich das jetzt nicht vermute, weil es so komplett vorgeht. Aber testen kann man es ja mal. So aus. Shot geht zu. Deswegen habe ich es ja gerade auch nur auf einer Seite, dass man dann schön den Unterschied sehen kann. Nein, das klappt. Lol, wartet. Ich panzer es mal und dann mach ich es komplett. Also das wäre richtig nice. Dann wäre der Lauf zwar vorne ein bisschen größer, aber das wäre dann wirklich kein Problem. Das hätte Stil. So, ich habe den gerade einfach einmal gestackt. Und dann probieren wir es noch ein letztes Mal. Das war's auch für heute für die Folge. So. Feuer. Das wirklich, das schießt so weit nach oben. Da kann man sogar, warte, ich will kurz einmal was probieren, weil wenn es so weit nach oben schießt, kann man vielleicht sogar den Lauf so ein bisschen dann noch so erhöhen, weil es trifft eh erhöht oben. Aber Minis sind so klein, weshalb das kein Problem ist. Ja, ist die. Wartet. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob es hier drüber schießen würde. Schnell. Aber die läuft auf jeden Fall nicht so groß, wenn das so wäre. Das trifft wirklich, also ja, hier oben das Zeichen mit zu Teil trifft aufs Dach. Aber das ist ja dezent lustig. Das heißt, hier Lauf ist sogar fast eher eine Luft- oder eine Bodenart hier. Sowas in der Art. Hast du immer noch einen Höhensteuer? Das heißt, wir können hier den Lauf relativ verkleinern. Sieht auf jeden Fall lustig aus, der Lauf. Aber dann hat die Höhensteuer sogar, wenn es hier so nach unten geht, nochmal deutlich mehr Panzerung. Weil dann zum Beispiel ein Stich oder eine MG nicht hier Kanonenkill macht. Das ist ziemlich praktisch. So, das war's dann mit dem Video für heute. Nächste Woche, Mittwoch um 14.30 Uhr, geht es dann mit der vierten Episode vom Let's Build weiter. Am Sonntag kommt noch ein anderes Video. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, könnt ihr gerne eine positive Bewertung lassen. Dann würde ich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.